Hey, hier ist René von iPhone Newsblog. Heute zeige ich euch ein neues Tweak für die Kamera. Das Tweak nennt sich Kamera Tweak. Ja, mit diesem Tweak haben wir sehr viele neue, coole Funktionen in unserer Kamera-App. Zum einen könnt ihr den Fokus und den Weißabgleich manuell einstellen. Dann eine weitere coole Funktion ist eine Timelapse. Es kann hier eingestellt werden, wie viele Sekunden diese Timelapse herunterzählen soll. Wir können das erhöhen und erniedrigen. Und dann wird zum Beispiel hier 5 Sekunden runtergezählt, dann wird ein Foto gemacht und dann wieder 5 Sekunden runtergezählt. Und so geht es die ganze Zeit, bis der iPhone-Speicher voll ist. Nein, bis ihr den Prozess abbrecht. So könnt ihr das iPhone schön hinstellen, euch vor die Kamera stellen und ein paar Fotos gleich von euch machen lassen. Dann haben wir eine weitere coole Neuerung und das ist der Timer. Da ist es so, dass es zum Beispiel 5 Sekunden runterzählt und dann ein Foto gemacht wird. Dann haben wir hier noch Optionen, dass wir das Bild ausrichten könnten. Zum Beispiel hier so eine Form, ein Gitter, eine Schnecke. Ja, es gibt da alles Mögliche. Dann gibt es auch in der Videofunktion Neuerungen. Zum einen können wir unsere Videoauflösung auswählen. Ich habe jetzt hier mal Low 3G Transfer genommen und wir sehen, das Bild ist sehr verpixelt. Also es ist eine sehr schlechte Qualität. So können wir verschiedene Videoauflösungen auswählen. Dann können wir auch das Format auswählen. Da haben wir auch zur Auswahl 16 zu 9, 2 zu 35 zu 1. Ja, und vieles weitere. Dann können wir einmal unsere Framerate auswählen. Das heißt, wie viele Bilder pro Sekunde gemacht werden sollen. Wenn wir das jetzt auf 1 stellen, dann wird pro Sekunde ein Bild gemacht und es ist sehr ruckelig. Wir können das hochstellen bis zu 60 Frames pro Sekunde. Dann haben wir auch hier in der Videofunktion, dass wir unseren Weißabgleich und den Fokus manuell einstellen. Ja, diese App ist sehr schön, fügt sehr viele neue Sachen hinzu. Ich bin ein absoluter Fan davon, vor allem von diesem Timer, da man das iPhone einfach irgendwo abstellen kann, sich auch davor stellen kann oder ein Video von sich selber machen kann. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr haben wollt von mir, abonniert doch meinen Kanal. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mich auch darum kümmern. Ja, weiter geht's hier auch mit einem Video. Und zwar zum einen das Video, die alte YouTube-App auf iOS 6 installieren. Wie geht's? Oder zum anderen iOS 6 Unlock für das iPhone 4. Und das iPhone 3GS mit Ultra Snow. Ja, ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.